für immer jung. So wird er etlichen im Gedächtnis bleiben, liebe Zuschauer. Karel Gott, für viele der Kultsänger im Schlagerbusiness, ist tot. Sie werden es sicher schon gehört haben heute. Diese Schocknachricht hat sich ziemlich schnell verbreitet. Ja, viele Fans hatte Karel Gott natürlich nicht nur in Tschechien, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Und die Menschen erinnern sich sehr, sehr gerne an diesen großen Schlagersänger zurück, da sie auch teilweise mit seinen Liedern einfach mal aufgewachsen sind. Was verbindet mich? Ja, einfach meine wilde Zeit so ein bisschen auch, so, wo ich so Mitte 20 war. Und da war er eben schon beliebt, kam immer in irgendwelchen Diskos vor. Ja, und dann hat man mit dir gesungen und war immer schick. Als ich ein Kind war, gab es ja Biene Maja noch nicht, das kam ja viel später. Aber er war ein ganz toller Tenor, er hat eine ganz tolle Tenorstimme, hat super schön gesungen und hat natürlich, war ein Botschafter für Tschechien. Hübscher Mann gewesen, immer toll angezogen, gute Ausstrahlung. Es war so ein lieber Mensch, so. Musik weiß ich nicht, ist alles Geschmackssache, aber er war lieb. Also, Fans trauern und natürlich auch die Musikwelt um einen Mann, der eine Menge Menschen mit seinen Hits begeisterte. Klar fällt einem da sofort die Biene Maja ein, aber auch andere Lieder können Millionen Menschen nachsummen. Vergangene Nacht ist der 80-Jährige zu Hause im Kreise seiner Familie sanft eingeschlafen. Karel Gott, der immer wieder aufgestanden ist nach schweren Krankheiten, hinterlässt seine Frau und 4 Töchter. Sein letzter großer Erfolg vor seinem Tod. Ein Lied, das sich Karel Gott so sehr gewünscht hatte. Ein Duett mit seiner 13 Jahre alten Tochter Charlotte. Herzen erlöschen nicht. Manchmal weiß man, was der liebe Gott vorhat, sang Karel Gott. Noch Anfang Juli nahm er Geburtstagsglückwünsche zum 80. auch von Brisant entgegen und sprach von neuen beruflichen Zielen. Ans Aufhören dachte er nicht. Wichtig für mich wird, wie lange meine Fans, mein Publikum mich hören und sehen will. Das ist entscheidend. Dann reicht nur ein Zeichen und ich gehe. Ja. Aber bis jetzt muss ich sagen, vielen Dank für die Treue meinen Fans und allen, die mir geholfen haben auf diesem Weg. Karel Gott lebte für die Musik. Vor 2 Jahren wurde ihm die Goldene Henne für sein Lebenswerk überreicht. Standing Ovations für einen Künstler, der Millionen Platten verkauft hat, schon vor dem Mauerfall ein Star in Ost und West war. Da reicht nicht nur goldene Stimme, sondern auch ein bisschen Glück zu haben, die Richtigen zu treffen, die an einem glauben und ihn gut produzieren. Karel Gott, geboren 1939 als Karel Gotthard. In seinem Beruf als Elektromonteur kann er nach eigenen Angaben bei Frauen nicht punkten, aber als Sänger. Er tritt in Prager Tanzcafés auf und erobert aus der kleinen Tschechoslowakei 1967 selbst Las Vegas mit einer eigenen Show. Ladies and Gentlemen, sehr spannend, ja. Jetzt kommt was. From behind the Iron Curtain, Mr. Karel Gott. Danach geht es nur noch steil aufwärts in Ost- und Westdeutschland gleichsam. Die goldene Stimme aus Prag, das ist unser Karel Gott. Einmal um die ganze Welt und die Taschen. Karel Gott dominierte über Jahre die Boulevardpresse, vor allem mit Frauengeschichten. 3000 Damen soll er verführt haben. Eine Zeitung versuchte, alle Frauen auf einer Seite abzudrucken. Es misslang. Ich war damals enttäuscht und so ein bisschen sauer, dass es so wenig war. Ja, die Seite ist natürlich begrenzt. Mit 68 dann die späte Hochzeit mit der 36 Jahre jüngeren Ivana. 2 Töchter werden geboren, Charlotte und Nelly. Seine beiden anderen Töchter aus früheren Beziehungen sind schon erwachsen. 2015 wird bei Karel Gott eine besonders aggressive Form des Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Doch er schafft es wieder zurück auf die Bühne. Ich lebe jetzt so, dass der morgige Tag der beste in meinem Leben wird.
Vor wenigen Wochen stellt sich heraus, dass er den Krebs nicht besiegt hat. Diagnose: akute Leukämie. Im Mai erschien dieses Duett mit Tochter Charlotte. Die beiden singen. Aber es kann passieren, wie schon so oft, dass ich mich fürchte. Dann darfst du nicht aufgeben. Auf all deinen Wegen werde ich dir weiter leuchten. Ich werde bei dir sein. Manchmal weiß man, was der liebe Gott vorhat, sang Karel Gott. Ja, und jetzt schalten wir zu unserem Kollegen Danko Handrik nach Prag, der Heimat von Karel Gott. Pardon, Sie stehen ja vor dem Haus von Karel Gott, wo man ja schon eine Menge Blumen sieht und auch Beileidsbekundungen. Herr Handrik, was haben Sie erlebt in der Stadt Prag nach der Nachricht vom Tod des Sängers? Konnten Sie vielleicht mit einigen Menschen reden darüber? Wie sieht's aus? Ja, die Trauer ist schon ziemlich groß und viele Menschen, die auch hier jetzt gerade zu Karel Gotts Haus kommen, nach Bertramko, die Adresse kennt ja auch jeder in Prag, wo Karel Gott wohnt, da ist schon, finden viele gar keine so richtigen Wörter. Und als wir losgefahren sind, fragte unser Nachbar, wo fahrt ihr denn hin? Er hat noch nichts von der Nachricht mitbekommen und als wir ihm gesagt haben, Karel Gott sei gestorben, da brach er in Tränen aus. Und man sieht's ja auch hier, was mich auch fasziniert, es kommen ja nicht nur ältere Menschen, sondern Menschen aller Altersgruppen, viele Familien auch mit ihren Kindern. Denn Karel Gott, er war ein echter Star, generationsübergreifend hier in Prag. Und Sie haben ihn ja auch selber gut gekannt, selbst oft getroffen, zuletzt zum 80. Geburtstag. Was war denn Ihr Eindruck von ihm damals? Er gab sich total kämpferisch. Er wollte gar nicht über Krankheiten sprechen. Dabei war ihm damals schon bekannt, dass er an akuter Leukämie wieder leidet, dass er also den Krebs nicht vollständig besiegt hat. Darüber hat er damals aber überhaupt nicht gesprochen, sondern sagte, nein, ich bin weiter da für mein Publikum. Er plante weiter Konzerte, wollte wieder auf die Bühne. Und daran hat man auch gespürt, Karel Gott, er lebt für die Musik, er lebt für die Bühne. Und er wollte gar nicht so sehr gern dann über Krankheiten sprechen. Morgen ist ja der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit. Karel Gott war ja auch immer eine Einheit irgendwie gewissermaßen bei Ost und West. Kann man das so sagen? Ja klar, Karel Gott, er war ein absoluter Grenzgänger. Wenn man mal guckt, wie viele Stars es gibt, die in Ost und Westdeutschland und dann auch noch in Osteuropa beliebt waren, so einen Star-Status hatten, da war Karel Gott absolut eine ganz klare Ausnahme. Er sagte immer nur, manche Lieder, die durfte er eben dann im Osten Deutschlands nicht singen, wie zum Beispiel Einmal um die ganze Welt. Das kam im Osten Deutschlands überhaupt nicht gut an. Aber den Star-Status, den hatte er absolut länderübergreifend. Herr Handrik, letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Können Sie schon irgendwas zu der Trauerfeier sagen, wie und wo sie stattfinden soll? Ja, selbst die tschechische Regierung, sie hat sich zu einer Sondersitzung getroffen, um eben diese Frage zu klären. Klar ist jetzt gerade geworden, es wird ein Staatsbegräbnis geben, wenn es sich die Familie wünscht. Und dieser Tag des Begräbnisses, er wird dann auch ein Staatstrauertag hier in Tschechien. Dankeschön, Danko Handrik, war das live aus Prag. Vielen, vielen Dank für diese Informationen aus Prag. Also große Trauer in Tschechien, wir haben es gesehen und gehört, aber auch in Deutschland bei vielen Prominenten, die mit Karel Gott eben zusammengearbeitet haben. Und er war eben ein Arbeitstier, fleißig, ehrgeizig und neugierig darauf, auch andere Projekte anzugehen, wie mit ihm hier Bushido, mit dem Karel Gott zusammen sang. Er schrieb bei Instagram, heute Bushido, heute ist ein großartiger Mensch von uns gegangen, mein Beileid an die Hinterbliebenen. Karel Gott stand mehr als 6 Jahrzehnte auf der Bühne und in dieser Zeit hat er natürlich auch mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet. Ich bin sehr, sehr traurig, lieber Karel, dass du jetzt nicht mehr auf dieser Welt bist. Wir kennen uns so lange, als ganz kleines Mädchen, nämlich 1988, da haben wir uns kennengelernt, damals beim DDR-Fernsehen zwischen Frühstück und Gänsebraten, und unzählige Male haben wir uns dann immer wieder gesehen und es war immer so schön und so lieb und so herzlich mit dir. Du warst so ein wunderbarer Kollege, so ein großartiger Kollege. Die ersten Gehversuche von Bernhard Brink im Schlager waren auch mit Liedern von Karel Gott und habe damals immer Einmal um die ganze Welt, und das fand ich ganz, ganz tolles Lied, und da hat er viele, viele Hits gehabt und er war ein toller Sänger, er war ein toller Kollege, ein ganz angenehmer Zeitgenosse, also ich muss sagen, ein großartiger Künstler und ganz, ganz feiner Mensch. Erstmal war er ein wunderbarer Sänger, er hatte eine zauberhafte, schöne, hell klingende Stimme. Er war ein unglaublich höflicher Mensch. Ja. Wir haben uns auch immer gesiezt. Das war immer sehr, sehr ein bisschen auf Abstand. Ja. Und
Er war einfach ein Profi. Er hatte ja immer einfach wunderbare Lieder, ob Babitschka, ob die Biene Maja oder, ach, ich weiß nicht, es gibt ja so viele wirklich definitive Hits, die dann auch in Ost und in West gehört und gespielt wurden. Und diese besondere Stimmfärbung, die er hatte, diese charmante, wunderbare, einfühlsame Art auch zu singen. Manchmal dachte ich, Mann, was hat der für eine Stimme, nicht der Karl? Da ist ja meine, klingt ja wie ein kaputtes Telefon dagegen. Ich habe Karl nie irgendwann schlecht gelaunt erlebt und insofern ist jetzt wieder ein lieber Kollege von uns gegangen, den wir alle sehr vermissen werden. Ich habe ihm meine Musik geschenkt und er hat mir seine Stimme geschenkt, aber er war auch ein großer Maler, ja, und wenn man da hinschaut, das Bild hat er für mich speziell zu meinem Geburtstag gemacht hier. Ich verneige mich und sage, mach's gut. Ich wünsche nach oben alles, alles Gute, weil wirklich hat er verdient und eine tolle Karriere gemacht. Und als Sänger war er für mich ein Riesenvorbild. Der liebe Gott hat Karl Gott geholt. Es ist einfach unglaublich traurig, dass du nicht mehr da bist, aber du hinterlässt so unglaublich große Fußspuren hier auf dieser Welt. Und wir werden dich nie, nie mehr vergessen.